Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Party in Sonic Forces. Im letzten Part haben wir unseren ersten Bossfight mit Tabo gehabt, wo ich ja leider feststellen musste, dass ich es irgendwie zum Schluss gar nicht gebacken bekommen habe. Deswegen versuche ich jetzt einen zweiten Versuch. Mal schauen, ob es besser läuft. Wollen wir direkt anfangen. Und ja. Das ist das Ende. Das können wir eigentlich überspringen, das haben wir ja schon gesehen. Das ist jetzt etwas überflüssig. Aber ich will jetzt wirklich hoffen, dass es jetzt einwandfrei funktioniert. Also, was ich im letzten Part da für einen Mist da gemacht habe, das war so dumm. Ich bin gespannt, wie lange du es aushältst. Nein, da bin ich sogar wirklich gespannt. Du Fröcher, nichts nutzt. Ich werde es genießen, wenn du lachst. Muss ich ihn wirklich vorher zerstören, bevor der kommt, oder was? So, wenn er kommt! Nein! Nein! Nee, ne! Nee, die Zeit geht ja dadurch weiter, also komplett neu. Vielleicht will er auch einen guten Rang haben, ne? Oh, nee, das fängt gut an, ne? Oh, scheiße. Ich bin gespannt, wie lange du es aushältst. Kämpfe doch selbst, ich werde dich in 0, nichts erledigen. Diesmal spiele ich übrigens mit dem Pro Controller. Ich habe im ersten Part Grip gespielt. Wenn es jemand juckt. Ich habe es einfach mal so erwähnt, weil darum. Na komm, du bist auch noch fällig. Ich glaube, ich muss ja halt die Biene vorher zerstören, sonst kommt er ja gar nicht. Jetzt kommt er wieder mit seinem dreckigen Laser. Komm, greif einfach an, mein Gott. Wir werden dich jetzt diesmal töten, eliminieren oder wie auch immer. So, zum Glück habe ich ja die Taktik schon herausgefunden. Deswegen mache ich das Ganze einfach mal so. So, kann nämlich aber auch die ganze Zeit sein, weil ich während der Luft, weil ich mir nicht sicher war, die ganze Zeit B gedrückt habe und ich nicht zum Angriff gekommen bin. Okay, außer einmal. Da hatte ich Glück, dass das funktioniert hat. Okay, wahrscheinlich muss ich doch euch zerstören. Verdammt. Das kann ja noch länger dauern. Und dieser Laser, der nervt ein bisschen, wenn ich irgendwie ehrlich bin, ne? Macht halt seine übliche Masche. Wo ich mich zum Glück bis jetzt noch nicht mal einmal habe treffen lassen. Zum Glück. Na komm, greif noch mal an. So, der zweite... Wow. Der zweite Treffer folgt zugleich. Boah, ich hätte jetzt fast verkackt, ne? Die Plattform wird natürlich auch kleiner. Jetzt wird es etwas asozial. Boah. Boah, wird ein bisschen brenzlig. Na komm, geh weg da. Na komm, greif an. Und... Wunderbar. Wie viel man nicht abziehen, ne? Er ist übelst heftig. Nein, 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 nein. Davon müssen alle Ringe weggehen, ne? Das ist so eine Rotze. Nee, jetzt bin ich tot. Ey, komm, es kann doch nicht sein. Das ist doch lächerlich, ne? Das ist doch lächerlich. Nein, dass die Zeit weitergeht, finde ich kacke. Ey, komm, ich jetzt fast geschafft, ne? Ey, ich hasse Leistungsfehler, ey. Ohne Witz, ne? Das ist so lächerlich. Das ist wirklich so lächerlich. Wie lange du es aushältst. Ja, komm, lass dein Gelaber. Ja, herzlichen Glückwunsch dabei. Ey, verpiss dich jetzt. Das geht mir jetzt schon etwas auf die Nerven, ne? Dabei war ich so knapp, ne? Es kann doch nicht sein, dass ich so krass davon faile, ne? Ich tue so, als heißt Bock schwer, dabei ist es voll easy. Ich krieg's gerade irgendwie nicht so gebacken. Das ist schon fast peinlich, ey, was ich hier einstelle. Ich möchte auch die Ringe auch davon haben, deswegen. Geh weg, Alter. Seid unnötig. Aber die Ringe hätte ich trotzdem alle gerne. Okay, dann halt nicht. Wobei. Na, okay, doch, ja. Aber ich finde das so kacke. Einmal wird man getroffen und dann gehen die Ringe so weit auseinander, dass man sich noch nicht mal einen davon holen kann. Ey, das ist so ein Mist, ne? Ohne Witz. So, wieder fast die Hälfte. Gut. Jetzt sind wir ungefähr fast angekommen, wie beim letzten Mal. Komm, geh weg. Mit deinem Mist. So,
So, wo greifst du wieder an? Nein! Nein! Ey, das kann nicht sein, dass ich mich so lappenhaft treffe von diesen Dreckskunden. Bekomme ich wenigstens noch Ringe? Oder haben die keinen Bock drauf? So wie es aussieht, haben die keinen Bock drauf, kann das sein? Es sind so viele Bienen, ey, die regen auf. Nein! Komm, ja! 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 Hä? Okay. Und den Rest macht er einfach automatisch. Okay. Ja. Chili Dogs, ja. Standard bei ihm, natürlich. Aber, yeah! Ja! Endlich geschafft, ey. Boah. Ich habe mich angestellt wie der letzte Noob, Alter. Ohne Witz, ne? Boah. Alter. 6 Minuten verschwendete Zeit, aber endlich gebacken bekommen. Yeah. Oh, nee. So, was haben wir denn hier? Irgendein Blitzteil oder was das sein soll? Und irgendeine Kopfbedeckung. Naja, die Schuhe. Wieder so eine Bekleidung. Na, ist immer noch nicht so packend, ne? Dass mich das so... Naja. Was? Schließe Level 5 innerhalb von 135 Sekunden. Okay. Ein Rucksack. Eine Handschuhe. Das sieht sogar etwas interessant aus. Naja, die Schuhe. Nee, danke. Und das sieht etwas komisch aus. Aber es ist okay. Wieder mit der Mission. Level 5 sogar in S-Rang. Okay. Brille passt irgendwie gar nicht. Handschuhe. Nochmal Schuhe. Aber wie viel denn noch? Weil wir gerade hier viele Missionen gerade geschafft haben oder was? Wahrscheinlich. Wir haben nicht besiegt. Dieses Geräusch schon wieder. Wow. Keine Zeit zum Nachdenken. Jetzt ist Zeit zu rennen. So, was ist jetzt zu tun? Müssen wir jetzt raus aus dem Death Egg flüchten oder was? Aber, naja, das kriegen wir schon hin. Geht es nun weiter in Level 6 Death Egg Egg Gate. Okay. Noch raus aus dem Gefängnis so ungefähr. Na gut. Sie wissen wohl, dass ich entkommen bin. Ah, okay. Schnell raus. Nee, ich häng, ach so, okay, gut, es ging weiter nach unten. Ne? Ich häng, das wäre jetzt schon tot. Wir sind im All, doch der Eggmans Feinde sind wohl jetzt ins All geschickt, ohne Rückfahrkarte. Hier bleibe ich nicht, hier kann man nirgendwo drauf rumrennen. Jo. Oh, ich habe einen roten Ring gesehen, den nehme ich mit. Den nehme ich gerne mit. Ich will nicht eingequetscht werden. Was ist damit hier? Hat das irgendwas zu bedeuten? Achso, ging nur so weiter. Ah, hier ist sogar ein Münz, so ein Ring, den ich sogar zum Glück gerade noch so mitgenommen habe. Aber irgendwie diese Allpassage hat mich irgendwie an Starlight Carnival von Sonic Colors irgendwie so etwas daran erinnert, wenn ich ehrlich bin. So in etwa? Okay. Achso, das Wisp Energie. Ja, den nehme ich noch gerne mit, ne? Easy going. Passt schon. So, was wird das jetzt hier? Okay, ausweichen. Aber wie knapp man nicht hier ausweichen muss, ne? Boah. Bleib mal gechillt, ey. Ist ja gut, ich hab's verstanden. Cool, noch ein Ring. Geil. Trotzdem hab ich einen verpasst. Naja, egal, passt schon. Ich bin mal gespannt, oder so, wenn man hier alle roten Ringe dann beisammen hat, ob dann irgendwas passiert oder so. Ich bin mal gespannt. Ah, was haben wir hier? Drücke im Sprung A, um einen Stampfer auszuführen. Jo, das machen wir doch gerne. Was jetzt? Ich kann doch nicht einfach ins Weltall springen. Ah, okay, gut. Ich schnappe mir ein Shuttle. Das, auf dem ich hergekommen bin, muss hier irgendwo sein. Ein kleiner Ausflug ins Weltall wäre gar nicht schlecht. Ja, nice. Okay, was... Ich wollte eigentlich die Kisten öffnen. Ah!
Ich habe das jetzt nicht bemerkt, scheiße. Okay, wir haben ein bisschen Turbo. Nochmal machen wir ein bisschen schneller hier. Hier Turbo Speed. Ein Hypersonic Style. Okay. Was ist das jetzt hier für. Okay. Hab ich jetzt einfach mal gemacht. Schade, ey. Wieder nur gut. Verdammt. Wird hier irgendwie eine Szene aus Star Wars irgendwie nachgespielt oder was? What the fuck? Okay. Hat was gehabt, wenn ich ehrlich bin. Das hätte ich sogar schnell machen können. Ich habe keinen Turbo mehr. Scheiße. Verdammt. Ja, egal. Aber trotzdem haben wir es erstmal geschafft. Und wie schaut's aus? Auf jeden Fall Aaron. Das ist auf jeden Fall safe. Okay, überspringen wir. Als ob. Ah, fast ganz knapp einen S-Rang bekommen. Schade, schade. Aber ja, gut, man kann ja nicht alles haben, ne? Die Bekleidung. Also, das lila nehme ich schon mal gar nicht. Na gut, naja, es wird besser von der Bekleidung her. Mehr oder weniger. Alles ist in Ordnung. Bist du hier, mich zu retten? Mhm. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich dachte schon, alle hätten mich verlassen. Hey, Rex Boot, alles in Ordnung? Klar doch. Frag nur nicht, wie es mir geht. Sunny. Amy? Langsam, Amy. Gibt's hier einen Ausgang? Aber das wird nicht lange währen, wenn es nicht aus dem Staub wird. Ich fühle mich geehrt, Knuckles. Ja. Sonic, du bist die erste gute Nachricht seit Monaten. Und die schlechte Nachricht? Es scheint, Dr. Eggman hat eine Waffenfabrik in Green Hill, wo Munition für den Krieg hergestellt wird. Eine Fabrik? Wir können Dr. Eggmans Basis in Metropolis nicht stürmen, solange die Fabrik Nachschub liefert. Richtig, Sonic. Du bist gerade erst zurück, aber wir haben nicht genug Leute. Kannst du das übernehmen? Die Fabrik in Green Hill muss zerstört werden. Nimm den Rekruten mit. Bist du sicher? Ich habe auf dem Defekt nur ein zitterndes Häufchen Elend gesehen. Im Weltraum ist es eben kalt. In der Fabrik ist es warm. Erst recht, wenn sie in Flammen steht. Sonic, übernimm die Führung. Rekrut, schau ihm gut zu. Ich habe 6 Monate Heimzahlung auszuteilen. Das wird ein guter Anfang. Ja, danke, Knuckles. Wir dürfen wenigstens dabei sein. Oh, toll. Wenigstens etwas. Na gut. Dann geht's direkt weiter in Level 7. Wieder in der Green Hill. Wunderbar. Arsenal Pyramid. Okay. Ich wollte noch auf Y schauen. Also war es doch ein Leih-Avatar, wie ich im ersten Part richtig gelesen habe. Da gibt's immer so angefertigte Avatare wahrscheinlich. Auf Bastion. Ihr kriegt das hin. Na, auf jeden Fall. Auf mich ist Verlass. Ich bin zwar nur ein Rekrut, aber ich kann schon sehr viel. Oh! First Bump! Nice! Oh, das ist richtig nice. Okay, das war's schon. Aber die Steuerung dafür ist ein bisschen komisch, ne? Ich steuere nach links. Erst fast eine Sekunde später gehen die nach links. Und auch andersrum. Das war ein bisschen komisch. Was war nur das bisschen. Aber es war geil. Alter, der Soundtrack ist einfach nur richtig geil. Ne? Ein bisschen aufpassen, ne? Boah, Alter. Ein bisschen heftig. Na gut. Ist aber Blitz. Ich hab Feuer. Verdammt. Hätte ich lieber wechseln sollen, oder? Ich glaube, das wäre etwas besser gewesen. Kann das sein? Wenn ich Dr. Eggman in die Finger kriege, wird er herumkommandieren.
glaube, es wäre eher besser gewesen, das Feuer zu nehmen. Und ich bin schon gestorben. Wow. Soll ich nicht doch lieber wechseln? Ah, nee, das kann ich hier nicht machen. Verdammt! Ich glaube, ich hätte wechseln sollen. Das wäre, glaube ich, etwas besser gewesen. Scheiße. Egal. So. Ah, geht weg mit euren komischen Attacken hier. Ich mach euch alle fertig. Mach keinen Scheiß. Hä? Schon wieder? Hä? Was ist das für ein komischer Aufbau? Hä? Ja, ich hab's jetzt verstanden. Ist ja gut. Einfach nochmal versuchen. Aber es geht etwas vorsichtiger. Irgendwie. Okay, den Ring hätte ich gerne. Dankeschön. Achso, das kann ich jetzt schon einsetzen. Ich hab das jetzt nicht so richtig bemerkt. Ich versuche einfach so drüber zu springen. So in etwa. Okay. Nächste Plattform. Wieder solche komischen Roboter. Einfach alle vernichten. Komm, ihr habt nichts zu melden. Einfach weg durch. Ah, okay. Etwas vorsichtig. Und wieder, ja. Okay. Warum frage ich auch noch, wenn sowieso momentan immer nur dasselbe passiert? So. Nach oben wahrscheinlich, ne? Ich will nicht noch mehr sterben, also versuche ich jetzt es etwas vorsichtiger zu machen. Ah ne, hier sind sogar Ringe. Ach, die gönne ich mir jetzt auf die Schnelle. Zeit habe ich ja. So, da können wir ja wieder weitermachen, oder? Okay, doch, ja. Okay, zum Glück habe ich jetzt wieder einen Checkpoint erreicht. Dankeschön. Also der Anfang war etwas kompliziert und etwas schwierig. Ich glaube, es war eher nur meine eigene Dummheit. Hier hoch, oder? Ja. Ja, so in etwa. Gut, dankeschön. Ich gehe zur nächsten Plattform, komm wieder Roboter und wieder zur nächsten Plattform und dann kommen wieder welche. Alter, besteht das nur aus Wiederholung oder so? Also der Level ist bis jetzt momentan jetzt irgendwie jetzt nicht so geil. Okay, außer die Passage, die ist cool. Kann ich jetzt wieder auf Vollspeed gehen? Okay, so in etwa. Das war ein Kinderspiel. Oh, das war's schon. Ah, nice. Yeah, geschafft. Und sogar unter 4 Minuten. Yay. So. Ah, auf jeden Fall safe. Ich will's hoffen. Dankeschön. Okay, sehr gut. Sehr, sehr gut. Und was haben wir so an Bekleidung? Was sind das für komische gelbe Schuhe? Die sehen komisch aus. Und die Bekleidung. Sind wir hier in Splatoon oder was soll das? Das sieht auch komisch aus. Das ist. Nee. Also eher so. Meh. So. Da will ich doch mal gerne ein anderes Apparat wechseln oder ein Wispon, wie sich das so nennt. Silver kämpft mit ihm oder dem Ding. Was auch immer. Bloß schnell! Leute, das ist er! Ist ja gut, wir machen das schon. Ich freue mich schon auf eine zweite Runde gegen ihn. Ah, okay. Nice, nice, nice. Ich will erstmal in den Avatar-Bereich. Dankeschön. Ja, hätte ich gerne. Dankeschön. Nehme ich jetzt. Kleine Kabine. Zählt ja als was zählt denn das? Nee, warte mal. Auch nicht. Accessoire oder was? Nee, auch nicht. Hä? Kleidung. Wie sieht das aus? Nee, das sieht Mist aus. Nee, das ist. Nee. Nee, lass mal das. Das hier? Naja, geht eigentlich. Nee, das ist irgendwie komisch. Hat was? Das sieht komplett beschissen aus. Ach, lassen wir das erstmal so. Bis jetzt haben wir noch nicht so den ultra geilen Shit. Deswegen belassen wir es erstmal so.
Aber okay, außer dass ich halt anderen Wispen benutzt habe. Aber jetzt habe ich das auch verstanden mit diesem Apparat. Jetzt haben wir diesen Blitz. Deswegen konnten wir auch nicht beim Level, was wir gerade eben gemacht haben, auch nicht den Blitzwisp benutzen, weil wir dieses Apparatteil auch nicht hatten. Jetzt schon. Naja, mal schauen. Jetzt geht's erstmal weiter in Level 8. Mystic Jungle. Was? Luminous Forest. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Naja, gut. Machen wir das. Auf jeden Fall gar nicht. Ja, das sieht ja fast auf den ersten Blick aus, als wäre das, ich weiß zwar nicht, wie das jetzt genau hieß, die erste Zone, aber auf jeden Fall die erste Zone aus Sonic Colors. So ein bisschen. Irgendwie. Habe ich so das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht mal, wie das jetzt genau hieß. Achso, ich habe den Tricksroboter jetzt nicht gesehen. Ey, komm, verpiss dich. Dankeschön. Nein, nein. Okay, noch nicht gestorben. Noch nicht gestorben. Ich glaube, hier müssen wir dafür sogar diesmal aufpassen. Okay, so geht's auch. Yay! Wieder weiter Speed vorantreiben. Ah, jetzt haben wir wieder so eine Passage. Es wechselt immer so ein bisschen, ne? Immer schön Speed benutzen. Immer weiter. Hier kommen wir sogar schon in den nächsten Checkpoint. Das ist sehr schön. Und weiter. Wir wollen die ganze Zeit nur Turbo Spam. Alter. Oh, nein. Jetzt habe ich nicht aufgepasst. Scheiße. Ja, okay, da. Ja, das war jetzt ein bisschen doof jetzt von meiner Seite aus. Bin ich ehrlich. Da werde ich halt jetzt diesmal etwas aufpassen, kurz vorm Schluss, bevor das Grinden kommt. Das ist doch jetzt gleich, ne? Ja, ich muss jetzt kurz aufhören. Ich habe mich dafür jetzt extra treffen lassen dafür. Ah, für den Ring. Cool, da war ein Ring. Cool, jetzt habe ich sogar zwei. Ja, eine Schlange, würde ich mal sagen, ne? Ah, nice. Kommt einfach so eine Schlange vorbei. Yeah, okay. Okay. Oh, cool. Tja. Jetzt bist du erstmal tot, ne? Und auch wieder erreicht. Ja, wunderbar. Nice, 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 nice. Ja, das lief sogar etwas besser. Ich bin zwar leider aus Versehen einmal gestorben. Aber okay. Ey, wie das so knapp. Ach komm schon. Naja, wenigstens haben wir es abgeschlossen und dann passt das schon. Bekleidung, ja, etwas besser. Aber da geht noch mehr. Da geht noch mehr. Bossfight gegen Infinite. Okay. Das wird nice. Darauf freue ich mich schon. Mal schauen. Aber das machen wir dann im nächsten Part. Und da würde ich sagen, wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gerne einen Daumen hoch, wenn ihr wollt, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zu einem weiteren Part hier in Sonic Forces. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute. Macht's gut.